Hallo, hier siehst du einige Laubblätter. Einige davon hast du bestimmt schon einmal bei einem Waldspaziergang gesehen, oder? Du siehst, dass Laubblätter ganz verschieden aussehen können. Wusstest du zum Beispiel, dass auch Tannennadeln Laubblätter sind? Sie haben nur nicht die typische Form eines Laubblattes. In diesem Video lernst du etwas darüber, wie ein typisches Laubblatt aufgebaut ist, welche unterschiedlichen Formen es gibt und welche Funktion ein Blatt überhaupt hat. Fangen wir mal mit einem ganz typischen Laubblatt an, das du bestimmt schon einmal gesehen hast. Ein Eichenblatt. Eichen wachsen in unseren heimischen Wäldern. Nun werden wir uns ein solches Laubblatt mal genauer anschauen. Der Blatt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.